Muss man nicht noch Hilfe dafür? Papa, kannst du bitte meine Schuhe anziehen? Ich habe keine Lust, bei deinen Schuhreifen zu tragen. Jeden Tag. Warte nochmal, was macht ihr heute? Ihr macht eine Klassenfahrt auch? Ja, mit unserer Klasse, nur mit der 3B. Ich bin in der 3B. Machen wir dann bald an die Ostsee. An die Ostsee. Cool, oder? Also bald? Wann denn? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich im nächsten Jahr erst. Nein. Dieses Jahr noch? Ja. Nein. Doch. Nee. Doch. Nein. Doch. Hat sie gesagt? Glaube ich nicht. Doch. Doch. Nee. Was habe ich davon? Darf ich mitkommen? Was haben wir heute? Dienstag wollte ich schon sagen, aber ich komme mir echt davor, als wäre erst am Montag gewesen. Ja, ja, wegen dem Feiertag habe ich auch die ganze Zeit gesagt, das ist total toll. Also wahrscheinlich jetzt eben so, weil das ist ja wirklich Wahnsinn. Wenn wir mal frei hat zwischendurch. Heute haben wir Freitag nämlich und wir haben gleich wieder Wochenende. Hey, yippie, hey. Jetzt gibt es einen Kaffee, jetzt machen wir Frühstück. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit und dann bin ich im Keller und arbeite. Ich muss aufräumen. Aufräumen. Ey, im Grunde genommen dreht sich im Leben alles um Ordnung. Aufräumen, um sortieren. Ja. Meine Frau hat gestern reingekauft, dass sie nichts im Kühlschrank. Die Krise. Ich habe Getränke gekauft. Was, haben wir nichts zu essen? Geht los. Ich gehe jetzt in den Keller. Ihr seid mit dabei. Der Kaffee auch. Meine Frau bleibt hier. Ja, ich gehe wieder schlafen. Und geht wieder schlafen. Fantastisch. Das ist ein Leben. Ich finde es so geil. Ich möchte auch mal Millionär sein wie die. Oh, jetzt habe ich es verraten. Scheiße. Schön wär's. Schön wär's. Kannst du bitte das abschicken, bevor du schlafen gehst? Das wäre sehr nett von dir. Schick das mal bitte ab. Das muss weg. Zeugenaussage. Zum Unfall im März. Nee, im Mai. Oh, Marlies. Doc McStuffins. Immer noch hier. Wolfgang, was gibt es Neues in der Welt? Der Tochter holt Hockey zurück nach Berlin. Hockey? Das ist noch mal rum, der Tod war. Ja, in Italien haben gestern gesagt, in Italien hat er eine Olle gehabt, die hat er dann nicht angeschossen. So weit hat die mega doof gemacht. Mittig ist immer gut. Dann so ein bisschen nach vorne gehen. So ein bisschen, oder? Na gut, das musst du entscheiden, deine Sitzposition. Und dann habe ich da angerufen und die meinten, ja, nee, wir brauchen auf jeden Fall einen Kassenbeleg und so weiter. Und wenn ihr Verkäufer das nicht bei mir gekauft hat, dann muss er das an den schicken, wo der das gekauft hat. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, hier Paketshop, zack, England und was das kostet. Also, ja. Was hat dich das jetzt gekostet? 96 Porto. Bis nach England, das ist günstig. Nicht versichert, Päckchen war. Paket. Naja, der meinte hier, der meinte, ach du, wenn das hier Rücksendung von Waren ist, schick's mit einschreiben, kostet 2,50 Euro mehr oder so. Das geht? Ja.
Stempel senden, müssen wir kaufen. Das ist ein bisschen komisch. Also ich bin der Meinung, wenn das nächste Mal passiert, dann liegt das an dem Kloben, dass der mittlerweile auch geweitet ist oder was? Vielleicht musst du direkt vom Brux dir so einen passenden Kloben nochmal holen. Nee, der Kloben macht das Ding kaputt, oder was? Naja, jetzt durch diese Kippbewegung, was du jetzt gerade simuliert hast. Ich hab's kaputt gemacht. Naja, im Endeffekt ja, natürlich hast du es kaputt gemacht. Ne? Aber durch dieses bisschen hier, dann gibt es ja diese Sollbruchstellen hier. Das ist der, dieses Spiel, was der hat, ist nicht... Genau, jetzt mittlerweile ist der halt ausgelutscht, der Kloben. Und vielleicht solltest du direkt vom Brux mal schauen, was so ein... Dann können die auch nicht sagen, ja, sagen sie mal. Das nächste Mal schreibst du ja wieder hin, sagst du hier, was ist hier los? Ja, war repariert, du hast jetzt einen Nachweis über die Reparatur. Und den nee, habe ich nicht mehr. Ich habe die haben unkommentiert zurückgeschickt. Weil das ja, aber du hast ja irgendeinen Briefwechsel irgendwann. Ja, irgendwas schon. Und ab und zu muss man dieses Ding hier nachziehen, ja? Wenn das so... Naja, wenn sich das... Jetzt ist es ja hart, ne? Jetzt ist es hart. Aber du kannst es natürlich hier auch spannen. Es ist ja schon gespannt. Wolfgang, bist du wieder? Ja. Ja, der Kloben. Scheiße, der Kloben, den wollte ich auch noch. Ja, ja, der kostet ja nicht viel, 8 Euro oder was weiß ich. Kloben heißt es. Kloben. Ja. Und nicht der doppelte vom Brux. Da gibt es ja einen mit zwei Streben links und rechts. Weil du hast ja nur eine Strebe links und rechts. Ja, ja. Und wie war der so? Hart. Aber herzlich. Ja, jetzt fing ich langsam an, mich dran zu gewöhnen. So. Der nächste kuriose Auftrag, ja. Es ist ein Fahrradladen, ist ja schon klar. Ne? Also wisst ihr ja Bescheid. Wir haben hier einen Fahrradladen. Aber die Leute kommen ja, weil sie wissen, dass ich alles Mögliche mache. Kommen sie auch mit sowas hierher. So ein Anfeuerling. Da ist der Griff ab. Aussieht lüt, nicht nur raus. Was auch immer. Muss ich den neu kaufen? Nee, kann man Schrauben drin machen. Und das war's. Ganz einfach. Schrauben drin und fertig. Hallo. So Quatsch, immer wegwerfen. Carsten hat mir das ganze Raucherzeug abgekocht hier. Wenn er was damit anfangen kann, alles cool. Das Papier brauchen wir nicht hier, kann weg. So nimmt das alles ab. Jetzt geht's hier drin los mit dem ersten Rad. Das ist ein paar letzte Rad. Was soll ich noch machen? Lernen Lenker. Nach vorne und anderen und dann muss ja auch die ganze Schaltung irgendwie da umgelegt werden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ungefähr. Lenker. Was für ihn? Naja, so einen wie ich auf dem anderen habe. Also so. Was hast du denn auf dem anderen? So gerade mit Hörnchen möchte ich wieder. Gerade mit Hörnchen. Nicht diese komische Eierschleife. Vielleicht ein 100er oder was? Alle, mit alle Züge tauschen. Die Züge sind halt teuer. 15 Euro pro Zug sind schon 60. Dann Lenker plus Hörnchen plus Umbau. Irgendwie so. Das ist ein Dachdecker jetzt, oder was? Ich wollte von einem aufs andere Dach, denn das ist ja irgendwie so ein Unterschied, so ein Höhenunterschied. Ich wollte das andere Dach drauf und bin dabei ausgerutscht. Ich habe mal komplett flach gelegt und habe meinen Daumen gefallen. Jetzt mittlerweile geht das nicht. Oh Mann, Leon, ey. Every day I'm accident, every day I'm accident. Accident. Oh Gott. Hey, was ist los, Mann? EU-Spieler.
irgendwie muss ich noch Nebenjobs mir ein paar Sachen besorgen, weil Geld ist wieder auf. Paprika, Alter, du bist einfach nicht. Du bist einfach nicht lebensfähig. Nee? Gib ich sogar zu. Alter, ich hab dir einen Job angeboten, sozusagen. Weil du machst das nicht. Du willst das nicht machen. Ich verstehe dich. Ich habe mehrere Jobs schon angeboten und habe viele abgesagt. Wohin? Der zum Beispiel hier von Mudans Anführungszeichen-Chef. Espa, Moto Guzzi. April jetzt nicht, aber Piaggio. Oh, nee, das kannst du einfach verdienen. Nur. Ja, es ist aber kein Geld, was ich verdienen kann. Ich bin erkältet. Ich kann es gerne, wenn jemand eine schöne Hühnersuppe kocht. Macht aber keiner. Muss ich selber was kaufen gehen. Hühnersuppe kaufen ist doof. Ja. Seht das immer okay? Und die hier dreht sich raus. Da. Genauso wie die andere Seite. Also müssen wir hier erstmal die Spannung rausnehmen komplett. Fett drauf, dann läuft das wieder.
Hallo. Ja, bitte. Ich wollte fragen, ist ja deine Aufnahme hier, oder? Ja. Wären für heute und morgen zwei frei? Ja. Und was kostet das? Es kostet 15 Euro pro Rad für die zwei Tage. Für die zwei Tage? Ja. Okay, ich muss fragen, weil und dann würden wir wiederkommen. Okay. Okay. Ja. Danke. Bitte. Hallo. Hallo? Englisch bitte? One Tüte Englisch? Can we have her back for the afternoon, please? Yeah. Und? Can for today until 9, it's 8 euros per bike. Uh-huh. Oh man, it's very dirty. Okay. Jetzt den hier. Keinen Bock mein Leben lang nur Inspektionen zu machen und scheiß Neufahrzeuge aufbauen. Das geht nicht ums Leben lang, das geht auch um die Lehre lang. Nee, ein Leben lang muss ich das nämlich auch machen. Was andere machen, lassen die mich doch nicht machen. Was andere werde ich auch nie machen in der Firma. Verstehst du nicht, in einer eigenen Werkstatt denn arbeiten? Wozu eine eigene Werkstatt? Dafür brauche ich noch einen Meister und sonst was. Das will ich auch nicht machen. Scheiß auf Meister. Boah, ist nicht geschafft. Gibt's den Kackschlimm neu. Hört sich das an. Also so wie ich es auf jeden Fall mitbekommen habe von dem in der Schule, was man alles braucht, um eine Firma aufzumachen, das wäre mir viel zu viel Stress. Viel zu viel Stress, Geld und Arbeit. Was man da glaubst du, dass im Leben alles einfach so es kommt? Es ist zu viel. Lieber lasse ich mich einfach irgendwo anstellen, arbeite dort, als dass ich mich so weit da und sonst was da machen muss und verrenken muss oder sonst was. Ja, aber man muss sich doch bemühen im Leben. Man muss doch was tun, um irgendwie voranzukommen. Alter, ich stehe jeden Tag 12 Stunden Minimum hier drin im Laden. Das ist doch nicht, das mache ich doch nicht aus Jux und Dallerei. Das mache ich für dich und das mache ich für die anderen. Das mache ich doch nicht für mich. Keine Ahnung. Also ich, keine Ahnung. Ich sehe auch halt nicht die Hände auf. Also ich halte jetzt nicht so die Hände auf und denke, ja, irgendwann kommt mal das Glück von oben und ja, dann kriegt einen goldenen sein, Sarg oder was. Alles so langweilig ist, dass kein Job irgendwie Spaß macht. Also ich habe bisher zumindest nie so richtig den Spaß gehabt. Jetzt bei dem Zweirad bisher ja. Aber bis jetzt. Aber jetzt macht schon gar nicht mehr Spaß. Das sehen sogar ganz viele andere aus meiner Klasse auch, die sagen sich jetzt auch gerade nur noch beenden und eine andere Ausbildung anfangen. Also es sagt jetzt so... Alter, ein Monat vor der Prüfung sozusagen, oder zwei Monate vor der Prüfung, nein, oder was? Wie kommt man dazu, denn vier Jahre seines Lebens wegzuschmeißen? Ich war ja schon vorher bei dem Gedanken, schon oft, sehr oft. Jedes Jahr mindestens einmal, über einen Monat. Und dieses Jahr habe ich sogar deswegen auch schon meine, eigentlich wollte ich ja deswegen auch schon meinen Aufhebungsvertrag einreichen. Zuerst war es den Wechsel und dann das. Guck mal. Hier? Ja. Ich habe gerade hier in der Tasche. Verstecken wir uns, ja? Ja, ja. Steckt sich vor der Welt. Brauchen wir gleich eine rein, oder? Ja, gib ihm eine. Nimm ihn einfach. Gib dir selber einen Nacken, Alter. Kannst du selber? Okay. Ich lasse euch mal einen Reiher. Ein Reiher. Ein Ringreiher. Geil, ist hier. Müller. Ja. Hier. Kostet da alles? Nimmst du sie alle? Ja, weil als Bilderrahmen. Ich will einen als Bilderrahmen benutzen. Nimm sie alle. Ja. Wolfgang, wie schützt.
Willst du Wolfgang zu mir sagen? Alter, der wollte Wolfgang zu mir sagen. Hier. Das ist so witzig als Rahmen. Darf ich das mal einkaufen? Ja. Und schreib mal auf, ja? Gib mir einen Euro. Ja, was weiß ich. Für Anouk immer alles. Zu mir sagen sie halt immer, ja, kannst du überhaupt und sonst was so? Und da denke ich mir so, ja, wenn ich nichts auf der Arbeit mache, außer im Leiterzeug zusammenschrauben, heißen Spiegel dran machen, gucken, ob genug Luft drauf ist, Kette spannen oder entspannen. Alter, noch ein Euro. Mann, merkt ihr das? Guck dir wieder zur Stunde. Denn für mich kann ich halt nichts lernen. Und dann ist es auch kein Wunder, warum sie denn zu mir sagen, kannst du überhaupt was? Hab ich keine Lust mehr. Ich lass doch nicht alles mit mir machen. Auch wenn ich ein scheiß Lehrling bin. Auch wenn ich ein scheiß Lehrling bin. Hör auf, Mann. Du kannst doch was. Du konntest schon schrauben, da warst du, was weiß ich. Da war dir noch kein Thema, Mann. Konntest du schon schrauben. Also, Anouk schraubt jetzt auch schon. Das ist. Du kannst nicht. Ich kann aber trotzdem nichts. Ja, du kannst mir eine Schraube in der Hand geben und ich mach dir die irgendwo rein. Das Problem ist, dass ich aber auch nicht können. Ihr kriegt beim Schrauben nicht einfach eine Schraube irgendwo reindrehen, Mann. Du hast schon ein technisches Verständnis, wie was funktioniert. Wie Kraftübertragung und etc. Und das eben schon nicht schon vor Reicht der Lehre. Doch aber nicht. Das und sind das doch, eben schon vor. Ist doch höchstens ein Drittel. Vor der Lehre. Schon. Und dass du das nicht aufbaust, das mag zum Teil die Schuld deines Ausbilders, Ausbildungsbetriebs vielleicht sein, aber zum Teil ist es natürlich auch, der andere Teil ist es deine Schuld, weil du halt faul bist. Und theoretisch verstehe ich aber nichts. Das ein bisschen schleifen. Man muss es mir doch praktisch zeigen. Wenn du mir oder in der Schule da eine scheiß Zeichnung ran machst und sagst, ja, das ist Klemme 51 und da musst du den abmessen, musst du das andere abklemmen und gehst dann an Klemme 36. Was bringt mir eine Klemme? Stehen am Fahrzeug irgendwelche Klemmbezeichnungen dran? Nein! Na gut, aber auf dem Schaltplan siehst du ja, was wo angeschlossen ist. Auf dem Schaltplan hast du auch keine Klemmbezeichnungen. Da siehst du aber, was wo angeschlossen ist. Ja, das bringt dir doch. Genauso wie die Kabel dort so lang verlegt sind, sind sie doch auch nicht im Fahrzeug so lang. Naja, Mann, das sind schematische Zeichnungen. Können sie nicht so fahrzeugspezifisch aufmalen. Ist schon klar, aber überlegen, trotzdem letzten Endes das ist nichts so, wie es sein sollte oder sonst was. Du bist du? Ja, genau. Wie sieht es in Kostenvoranschlag aus? Ich habe letzte Woche einen Fahrradunfall gehabt und kann es noch ein bisschen teurer machen, weil das Geld bekommt von der Versicherung. So was mache ich aber nicht. Nee, aber allgemein Kostenvoranschlag? Oder kannst du es mal angucken? Was ist denn? Ja. Vielleicht ist es gar nicht toll, aber ich mach sowas von mir. Ja, du machst, klar, das ist nicht du machst sowas. Kostenvoranschlag von 500 Straßen kannst du Mittag. Der Mieke hat Apfel-Karotte-Saft mitgebracht. Musik. Qigong machen, sonst musst du abbauen, dann kannst du nicht mehr laufen. Qigong. Mocker jeden Tag. Den vorne müssten sie Scheiß auf dein Auto schmieren. Scheiß darauf schmieren und Püsse und 10 faule Eier aufklatschen. Warum das? Wieso? Na, weil er vorne Überweg steht, die Drecksau. Steht schön vorne Überweg. Zerschlagen müsste man hier mit dem Auto. Hammer mehr Axt und kurz und klein schlagen. Kurz und klein schlagen das Auto. So, dass er bloß noch einen Schotthaufen vorfindet. Ja, müsste man machen. Hat sie mir schon mal die Luft ablassen vom Ventil. Und dann muss man das Auto kurz und klein schlagen mit der Axt. Meine Güte! Klar, mitten über dem Überweg die Drecksau. Ja, so eine Drecksau. Rüber. Ist ja furchtbar. Kommst nicht rüber. Ist ja furchtbar. Hast du aber geschafft, wa? Warst vorhin auf der anderen Seite, oder? Den müsste man das Auto kurz und klein schlagen. Ist schon in Ordnung. Nee, wieso? Wenn er auf dem Überweg steht, Scheiße aufschmieren, bist du faul Eier. Das ist doch viel zu viel Aufwand. Viel zu viel Aufwand. Wieso?
richtig schön Eier, wenn die festgebackt sind, kann er sehen, wer es unterkriegt. Die musst du tragen. Die muss er tragen. Hier sieht gut aus. Sieht der Wolfgang gut aus? Hier, guck mal. Ja, ja. Ja. Tausendmal besser. Mein Sohn ist heute da. Und meine Frau kommt raus und macht hier hin und hart. Hat er Weiche von mir. Guck mal, hier sieht Wolfgang aus. Fantastisch. Ja, sieht gut aus. Wie kleidet ihn? Gut. Koga Miata mit Rennrad-Schaltwerkproblem. So, jetzt habe ich ein schönes Schaltwerk gefunden hier. Baue ich an. Shimano 600. Das ist ja hier alle 600, aber die alte habe ich nicht mehr. Die ist schon kaputt, die ich noch da habe. Deswegen nehme ich ein neues. Und der Mika ist schon wieder da. Ich hab das letzte. Muss ich dann hier oben ein wenig ausdrehen oder wo war die erstmal? Jako. Jako. Schauen wir uns mal die Katze an. Also ich würde mal sagen, gute Nacht, Leute. Wir sehen uns morgen. Morgen ist Samstag. Ihr habt viel zu tun, hoffe ich. Das wäre doch was. Und hier muss ich auch, ach man, hier muss ich bürsten irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Weil ich auch im Winter dann. Bürsten, Beton drin, fertig. Im Winter, bei Frost. Macht der Beton. Ist der bekloppt, wa? Aber so ist es. Draußen die Räder angeschlossen, Nuki? Hast du das schon kontrolliert, Nuki? Willst du überhaupt noch was sehen, Nuki? Ja. Du bist ja schon so fertig, Nuki. Ja. Ich glaube, du schließt dir ein, Nuki. Nein. Kommst du mit, Nuki? Ja. Wohin denn, Nuki? Da will ich jetzt nach Hause, nach oben. Der Kollege war nicht da mit dem Cruiser. Kommen wollte er. Ist er aber nicht. Was ist denn da los? Na bitte, guck mal draußen, ob alles angeschlossen ist und dann hauen wir ab. Machen wir Feierabend hier. Nicht. Licht aus. Hop. Tür zu. Hop. Hä? Na endlich. Naja, es ist noch nicht so weit. Wir müssen nach 10 Minuten warten. Also macht's gut, bis morgen. Bis dann. Ciao.